Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich grüße euch. So Leute, ich habe ein Replay zur Verfügung gestellt bekommen. Und wie wir hier sehen im Platoon, ein 100 LT ist am Start mit einem FV und mit einem Jagd-E. Den Light fährt Don Joy Rocker aus dem Clan NAPWS. Und Prokhorovka. Geile Map, wenn es funktioniert. Also wenn das Team mitspielt, kann das für einen Light und auch so für TDs oder so eine richtig geile Karte sein. Es kann aber auch manchmal blöd sein, weil sie alle nur hier hinten drin stehen. Deswegen bin ich gespannt, wie das Video war. Ne? Weil ich gucke das jetzt auch zum allerersten Mal. Heißt, ich weiß nicht, was passiert, guckt mir das an und versucht das zu moderieren. So, ich zeige euch ja nicht, weil das einfach Wahnsinn ist, was hier gleich passiert. Das Einzige, was ich gehört habe, ist unheimlich viel passiert in kürzester Zeit. Schauen wir mal. Und ja, was soll ich schnacken? Wir lassen das Ding mal laufen. Ja, mal schauen, wo der Light hinfährt. Wo die TDs sich aufstellen. Okay, EWR fährt nach rechts, beziehungsweise nach links raus. Eine Charmele 75 fährt ebenfalls nach links raus. Und unser Light, ich vermute, er wird hier oben auf die Standardposi fahren. Der Jagd E geht in die Mitte rein. Okay, der denkt sich, keine Adis am Start. Probier's mal. Und der FV wird sich in der Linie aufstellen. Okay. So. Unser Light ist ziemlich weit vorne. Hat den EWR gescoutet. Ist aber selbst wohl nicht aufgegangen. Und ich vermute, jawohl, der EWR ist schon mal kassiert. 1150 Damage. Direkt innerhalb der ersten 30, 35 Sekunden. Den nächsten gescoutet. Also, ist schon verrückt. Der Charmele, gut, den bin ich jetzt auch schon ein paar Mal gefahren. Der ist gar nicht mal so toll, was Spotten angeht. Aber hier die nächsten... Ja, die nächsten Gespotteten gehen auf seine Uhr. Manticore gespottet. Also, das läuft ja hier wie am Länderspiel. 1400 Damage direkt. Money ist raus. Der Stritzwagen hat nur noch einen Hauch. Der Charmele ist raus. Das heißt, der Gegner hat jetzt hier innerhalb von kürzester Zeit 3, 4 Fahrzeuge schon verloren. Allein auf der Flanke hier 1, 2, 3, ja, 4 Fahrzeuge auf der Flanke verloren. Den Money, den EBR, den Stritzel und hier den Charmele. Somit würde ich mal jetzt sagen, wir sind jetzt bei noch 13 Minuten Rest. Das heißt, innerhalb der ersten 2 Minuten sind die kompletten gegnerischen Lights raus. Und er fährt jetzt einfach weiter vor. Holy shit. 1500 E4 ist raus. WT nimmt er mit. Alter Schwede. So macht Gleitfahren Spaß, Kinders. So macht Gleitfahren Spaß. 2 Minuten sind vorbei. Wir haben hier 10.000 Damage-Spot. Ja, ey Leute, so macht es natürlich Spaß. Als Light vorfahren, krasserweise. Die gegnerischen Lights direkt alle auf einer Seite gewesen. Und daran könnt ihr sehen, ist manchmal auch nicht so gut, wenn alle Lights auf einem Fleck stehen. Ja, jetzt stehen jetzt nicht alle in den Busch. Aber der Money, der EBR und der Charmele standen im Endeffekt ziemlich dicht beieinander. Keiner ist in die Mitte gefahren, keiner ist rausgefahren auf die Nullerlinie oder so. Und ja, was soll ich sagen? Steht 8:0. Wir sind bei 10.200 Spot. 900 Damage hat er eigen gemacht. Die Runde ist gelaufen. Also für die, die den Dialekt nicht verstehen, die Runde ist vorbei. Der Gegner hat hier keine Chance mehr. Jetzt wird er wahrscheinlich noch ein bisschen farmen. Aus der Entfernung 10:0. Ja, 12 Minuten Rest. Das heißt 3 Minuten und die Runde ist durch. Also so kann es auf der Karte laufen. Ja. Und zubehörmäßig war er mit Standard unterwegs. Er hat das Kommandantensichtsystem drauf gehabt. Abgassystem und eine Optik. Standard. Kleine Rap-Kits, so wie ich sehe hier. Und Rationen. Mehr hat er nicht bei gehabt. So, hier hat man auf jeden Fall sehen. Die anderen haben keine Chance. Also die Lights. Keine Chance. Ja, wir sind jetzt bei 11.400 Spot. 2200 Damage, 14:0. Ich glaube, das ist eines der kürzesten Videos oder Replays, die ich gesehen habe. Also, mit dem Damage jetzt. Ja, manchmal dauert es ja eine Weile, bis sich das Spiel aufbaut. Dann fährt der Scout in eine Position rein und ja. Leute, 15:0.
3 Minuten, 11.460 Spot und 2.271 Damage. Ich denke, in der Runde hat er seinen Spaß gehabt. Das war von meiner Seite. Kurz, knapp, aber ich denke, krass. Bis demnächst. Ich bin jetzt ein bisschen baff. Ich bin, ja. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao.